Willkommen bei Einfach Kochen, eure Adresse für vegane Rezepte auf YouTube. Heute mal eine etwas andere Folge. Ich zeige euch ein Buffet, was ich gemacht habe. Und ich freue mich, euch unser indisches Buffet präsentieren zu können. Wie ihr wisst, begeistere ich mich für die indische Küche. Ihr habt auch schon das Spinat-Tofu-Rezept gesehen. Und das war für genau dieses Buffet. Wir laden heute die Katzensitter ein, denn wir haben unsere Katzen seit 3 Jahren bei uns und wir wollen uns dafür bedanken bei allen Leuten, die immer so fleißig auf die Katzis aufpassen, wenn wir für unseren anderen Kanal Reiseworld unterwegs sind. Und ich habe gedacht, das sieht so toll aus, ich muss euch das als Inspiration geben, was es heute bei uns gibt. Alles, was ihr hier seht, haben wir total selber gemacht, ohne Pasten, ohne alles fertig und ich bin ganz, ganz stolz. Wir fangen an mit einer Kokos-Tomaten-Soße und einem Knoblauch-Dip, auch mit Tomaten, mit Trockentomaten, den man zu Naanbrot essen kann. Das ist gar nicht so schwer, Naanbrot, was ihr vielleicht aus dem indischen Restaurant kennt, selber zu machen. Dazu ein paar geröstete Sesamkörner, die schmecken auch über jeden Salat. Als Hauptgericht, da dürft ihr jetzt mal in meine Töpfe gucken, haben wir einmal das Spinatcurry mit dem Tofu. Das Rezept verlinke ich auch noch mal in der Infobox, falls ihr das Video nicht gesehen habt. Und es gibt diese Currysoße, ein Blumenkohlcurry, eine Soße, die ohne Nüsse auskommt, nur mit Hanfsamen und Blumenkohl angedickt ist und wunderbar indisch riecht. Ich wünschte, wir hätten ein Video, was Gerüche transportieren kann. Ich kann euch sagen, ihr würdet euch fühlen wie in Indien in dieser Küche. Zu dieser Soße gehören diese Bällchen. Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch, Malai Kofta, das gibt es im indischen Restaurant. Und die bestehen aus pürierten Kichererbsen und ebenfalls geschälten Hanfsamen und einer geschredderten Kartoffel. Die Gerichte, die ich mir hier ausgesucht habe, weil ich bin noch kein Experte in der indischen Küche, aber ich probiere mich aus, habe ich in diesem Buch, was ich mir sofort bestellt habe nach dem Urlaub, in dem ich diese leckeren Currys gegessen habe. Und hier sind echt ganz, ganz viele Gerichte drin, zum Beispiel unser Spinatcurry. Das ist ein englisches Buch und es sind amerikanische Maßeinheiten. Das ist ein bisschen schwierig für mich gewesen am Anfang. Aber es ist gar nicht so einfach, ein veganes indisches Kochbuch zu finden. Und die Sachen sind echt lecker, wenn man ein bisschen mehr Gewürz nimmt als angegeben. Ich bin ganz stolz. Ich glaube, sie hat auch einen Blog. Auch das verlinke ich in der Infobox, weil ich sie echt super finde. Dazu gibt es Reis. Den habe ich mit Sternanis gekocht. Ihr seht es auch in der Ecke. Und einem kleinen Stück Kardamom für den Geschmack. Und zum Nachtisch etwas, was himmlisch riecht. Dattel-Kokos-Konfekt. Ihr seht, mit ein paar einfachen Currys und ein bisschen Fantasie kann man ein wunderbares Buffet zaubern und es muss auch kein Fleisch und keine Milch dabei sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!